1, 2, 3! Sie sind noch sehr jung und suchen trotzdem schon das Abenteuer. Für eine Woche ist das Meer ihr Zuhause. Über 600 Konfirmanden aus dem Kirchenkreis Wesermünde stechen in See, entdecken eine neue Welt zusammen auf der Flotte. Damit das große Abenteuer auf dem niederländischen Eiselmeer gelingt, müssen die Jugendlichen schnell lernen, zusammenzuarbeiten. Ein Job für Gruppenleiter Yannick Jörg Ulrich. Wir Gruppenleiter, wir sind ein festes, eingespieltes Team und wir sind quasi da, um die Konfis die ganze Flotte lang zu begleiten. Wir sind deren Ansprechpartner in allerlei Dingen. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit einem Tagesthema. Und dann muss zwischendurch immer gekocht werden und zwischendurch muss geputzt werden. Das sind die kritischen Sachen zwischendurch immer mal wieder. Zum Beispiel, da müssen wir gleich sauber machen an Deck. Die meisten der Jugendlichen sind das allererste Mal auf einem Segelschiff. Damit das funktioniert, muss Yannick Jörg, kurz JJ, aus ihnen ein Team bilden. Ich glaube tatsächlich, einfach in der Gruppe zusammen zu sein und was zusammen zu machen und jeden mit einzubringen und jeden ausreden zu lassen, das sind so die Tricks. Und den Konfis auch zu zeigen, dass das, was sie machen, gut sind und dass jeder auch wichtig ist für die Gruppe. JJ ist für über 30 Konfirmanden auf der Summertime verantwortlich. Und das ist nur eines von insgesamt 24 Schiffen in der Flotte. Das ist anstrengend und trotz all seiner Erfahrung bleibt das Schiff ein Ort, an dem schnell etwas passieren kann. Es kann immer mal passieren, dass man sich irgendwie Finger staucht oder Arme bricht, wenn da irgendwie wirklich die Tür offen ist und dann kommt irgendwie Wind und oder Tür knallt zu, weil der Seegang kommt. Einmal ist es tatsächlich schon passiert, dass eine Fingerkuppe abgetrennt wurde. Das war so der härteste Fall, den wir jemals hatten. Die konnte dann aber wenigstens wieder angenäht werden. Die Flotte kreuzt eine gute Woche durch das Eiselmeer. Jeden Abend legen die Schiffe an. Es gibt Landgänge für die Freizeit, aber auch einen gemeinsamen Gottesdienst und ein Abendmahl. Denn der Ausflug in die neue Welt soll den Jugendlichen die christliche Botschaft vermitteln. Wir teilen, wir machen alles zusammen. Wir warten, bis jeder aufgegessen hat, bevor wir losgehen. Und dieses auf dem engen Raum leben und christliche Werte den Kindern vorleben und sehen, wie sie das übernehmen. Ich glaube, das ist für mich das Schönste und, glaube ich, auch das Ziel, was ich hier vermitteln will. Nach 6 Stunden Wind, Wasser und Arbeit ist der Segelturn geschafft. JJ und seine Mannschaft haben den nächsten Hafen erreicht. Trotz einiger seekranker Matrosen ein gelungener Tag in einer neuen Welt.